Nun geht es um ein ganz anderes Thema, und zwar nicht blicken wir auf unsere Gesellschaft. Wenn ich meine Meinung mal dazu sagen würde, dann würde ich sagen, diese Gesellschaft hat ein großes Problem. Ja, und das nicht nur seit Corona. Würde ich es aber jetzt oberflächlich betrachten, könnte ich eigentlich dasselbe sagen. Unsere Gesellschaft hat ein großes Problem. Und das merken wir auch in Deutschland, geradewegs bei denen, die es irgendwie, die trotzdem noch Probleme haben damit, dass es Menschen gibt, die dasselbe Geschlecht lieben. Und das geradewegs auch beim Arbeitsplatz. Ja, denn durch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und der Universität Bielefeld hat nämlich ergeben, dass rund 30% der Homosexuellen in Deutschland im Arbeitsleben diskriminiert werden. Ja, warum? Stellt sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere die Frage. Die Frage brauche ich eigentlich gar nicht zu beantworten, weil es ist eine dumme Frage und da könnte ich eine dumme Antwort drauf geben. Das tue ich aber nicht. Denn es geht halt einfach auch wirklich darum, wie gesagt, um ihre Sexualität. Weil wenn es ein Mann ist, der einen Mann liebt oder eine Frau, die eine Frau liebt, oder wenn es halt eine Frau ist, die mal ein Mann war, wie auch immer, auf der Arbeit beleidigt oder sogar auch belästigt wird, dann ist es schon ein extremes Thema. Auch der auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sieht die Arbeitgeber auch dort in der Pflicht, dagegen was zu unternehmen, dass die Homosexuellen, dass die Lesben, dass die Bisexuellen, je nachdem, dass man sich dort auch besser fühlen kann, anstatt sich beleidigt bzw. beleidigt zu werden, weil man auf dasselbe Geschlecht steht bzw. anders ist. Die Erhebung ersuchte das Umfeld von Homo- und Bisexuellen sowie Trans-, Quer- und Intersexuellen Menschen, also den LGBTQI. Fast ein Drittel dieser, so diese Studie, das liegt im Übrigen der Zeitung der Funke Mediengruppe vor, aber andere Medien haben derweil auch schon berichtet, die gehen nämlich davon vor, dass die nämlich vor ihren Kollegen nicht offen mit ihrer eigenen Sexualität nämlich gehen. Ja, Homosexuelle und Transmenschen gehen demnach im ähnlichen Maße einer Erwerbstätigkeit nach wie auch Heterosexuelle und meistens sind sie jedoch aber auch höher qualifiziert als in den anderen Branchen. So hätten auch in der Personengruppe 60% eine Fachhochschulreife oder zumindest eine Hochschulreife erlangt. In der restlichen Bevölkerung des gleichen Alters sind es um die 42%, um das auch nochmal kurz klarzustellen. Homosexuelle arbeiten seltener im produzierenden Gewerbe, da sind es nur 17,2%, häufiger aber auch im Gesundheits- und Sozialwesen, dort sind es nämlich 23,7%, aber auch in der Kunst und in der Unterhaltung mit 7,1%, also als Heterosexuelle. Bernd Franke, der auch der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist, sagte zu den Zeitungen der Funke Mediengruppe unter anderem auch, die Zahlen decken sich mit dem, was wir aus eigenen Erhebungen und auch aus unserer Beratungspraxis wissen. Und im Arbeitsleben müssten dann homosexuelle oder bisexuelle oder transsexuelle Menschen dann häufig neben Mobbing auch die sexuelle Belästigung erfahren und hielten deshalb ihre geschlechtliche Identität geheim. Transpersonen hätten in besonderem Maß auch mit Diskriminierung zu kämpfen. So sagte das auch Franke. Studien zeigten aber auch, dass Namensänderungen auch oft auch nicht akzeptiert werden, also quasi halt auch bei denen, die halt sich im falschen Körper fühlen, Mann, Frau, Frau, Mann, je nachdem. Und daneben gäbe es auch häufig auch Mobbing-Erfahrungen. Und Franke sagte dazu, zum Beispiel ein unangemessenes, oft sexualisiertes Interesse am Privatleben, das Interminieren oder lächerlich machen von Stimme oder Gesten oder die Verweigerung, die Toiletten entsprechend die Geschlechtsidentität nutzen zu dürfen. Und das ist schon eigentlich auch so generell richtig ekelhaft, um das auch dementsprechend zu sagen. Für Veränderungen seien vor allem aber auch die Arbeitgeber nämlich gefragt, betont Bernhard Franke. Unternehmen sollten Vielfalt sollten Vielfalt herausstreichen und fördern und nicht verstecken. Es sei außerdem auch noch wichtig, einzuschreiten, sobald auch die Diskriminierung bekannt werde und dass man halt auch darüber reden muss, über Diskriminierung geradewegs, was das angeht, mit gleichgeschlechtlichen Personen, mit gleichgeschlechtlichen Menschen, genauer gesagt, die halt entweder, ne, ein Mann liebt ein Mann, eine Frau liebt eine Frau, obwohl man kann es auch ein bisschen weiter vertiefen und zu sagen, bei Mann und Mann, da ekelt man sich, bei Frau und Frau, da guckt man gerne mal zu,
könnte man auch glatt behaupten. Aber dennoch, dass wir darüber noch im 21. Jahrhundert, im Jahr 2020 reden müssen, das ist schon ein Indiz dafür, dass es unserer Gesellschaft im Allgemeinen gar nicht gut geht. Und das bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf Deutschland, sondern auch noch auf andere Länder in Europa, wenn nicht sogar noch überall auf dem Planeten. Und wir müssen auch sogar noch bedenken, dass in vielen Ländern, vor allem ja da, wo es, sagen wir mal, ja, ziemlich schwer ist, dass dort sogar Homosexualität sogar mit dem Tod bestraft wird. Und das ist ziemlich schlimm, geradewegs in dieser Zeit. Hoffentlich auch ein Thema, worüber man mal nachdenken sollte, falls ihr mit jemandem zusammenarbeitet, der entweder mal ein Mann war oder eine Frau und jetzt umgekehrt ist, beziehungsweise intersexuell ist oder ne, auf Männer steht, also Mann ist und auf Männer steht, eine Frau ist und auf Frauen steht oder halt, je nachdem, wie gesagt, halt einer dieser LGBTQ+ Personen, ja, jede dritte. So müsstet ihr mal auch mal über euch selbst nachdenken. Falls ihr das nicht tut, dann ist es ein sehr gutes Beispiel dafür. Solltet ihr aber mal so einen dummen Spruch mal so abgelassen haben und darüber mal nicht nachgedacht haben und ihr erinnert euch jetzt zufällig daran, vielleicht denkt ihr einfach mal nochmal darüber nach und entschuldigt euch vielleicht auch nochmal bei euren Kollegen, bei eurer Kollegin, wie auch immer. Ja. Thank you.